Hallo und so Leute, zurück zu Don't Starve Together! Wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen haben solltet, bei Dani natürlich, schaut da auf jeden Fall rein, falls ihr sie verpasst habt, sonst habt ihr nicht mitbekommen, was hier cool ist, wie hier am Aufbauen waren. Wenn ihr die verpasst habt, seid ihr selber schuld. Oh, das gleiche wollte ich auch gerade sagen. Da fällt mir ein, wo ist mein Rock? Ja, warte, können wir mal Rock eigentlich abbrechen. Unter diesen Bedingungen kann ich nicht. Oh nein, ich will dieses Ding nicht haben. Hier, warte. Ich will es dir geben. Nimm hier. Drop. Da liegt was für dich. Ich hab's gebaut. Ich hab's gebaut. Mit Liebe. Mit Liebe. Ich liebe dich auch. Komm. So. Ich gehe nochmal in den Norden. Da gab's, glaube ich, noch was. Also gab's auf jeden Fall Büsche. Oh, ich muss. Welche Häschen jagen? Das kannst du gut, das weiß ich. Das ist cool. Naja. So. Ich habe schon mal eine Schaufel gebaut, das heißt, ich kann mir eine neue bauen. Zack. Ich will mich jetzt Büsche sammeln und nehme alles auf dem Weg mit, was noch so Karotten oder so sind. Und Samen natürlich auch. Und da ist ein Busch. Das ist mein Busch. Das ist mein Busch. Ein Häschen haben wir. Der ist toll. Der Busch ist toll. Das ist der andere Busch sauer, den du auch zu deinem Busch erkoren hattest. Alles, oh, diesen Busch. Alles tolle Büsche. Gold. Nein! Ah, oh, falsches Was Loch. Was denn? Dani, nicht um diese Uhrzeit. Du denkst ja auch wieder hier, du wärst ja überhin. Aber das bist du nicht! Dani, falsches Loch. Du bist so ein Arsch, du bist wie Lukas. Was? Nein, du hast das doch gesagt. Ich hab nur wiederholt, was du gesagt hast. Oder so. Du bist wie so ein scheiß Lukas, ey. Ja, genau. Ich weiß nicht, wer Lukas ist, aber dieser Lukas ist wirklich... Nein, nein, Spaß. Lukas ist scheiß. Nein, ist er nicht. Lukas guckt sich sogar hier die Folgen an, deswegen solltest du das jetzt recht nicht sagen. Aber ist das... Was? Aber er ist natürlich. Lukas. Nein, Lukas ist wirklich... Ich bin stolz auf ihn. Lukas ist... Das sage ich jetzt nicht nur, weil er eventuell diese Folge. Das sage ich jetzt nicht nur, weil er eventuell diese Folge guckt, sondern weil er wirklich einen guten Job macht in letzter Zeit. Lukas ist my homie! Brummy. Nein, my homie! Ja, Lukas! Lukas, du Ho! Okay, nach der Aktion guckt er nicht mehr zu. Boah, ey, der Junge, ne? Spring Break 2018! Ich war dabei! Ich war dabei. Boah, weißt du noch, als Lukas beim Red T-Shirt Contest gewonnen hat? Er war ja auch der einzige Teilnehmer! Ja. Was ein bisschen verstörend ist. Gewonnen hat er trotzdem. Er sah wunderschön aus seiner Brust. Oh, diese Nippel, wie sie durch das halbdurchlässige T-Shirt gekauft haben. Herzlich willkommen zu Yoshis Folge von Don't Starve Together. Yay! Niveau, wo bist du? I miss you. Was? Wir hatten Niveau? Wann? Wer ist dieser Niveau? Und warum redest du die ganze Zeit über ihn? Wie geht's dem Niveau? Mehr schlecht als recht. Es liegt unter meinem Bett und heult. Es liegt zusammengekauert da. Es liegt neben Nikos Würde. Oh ja, die liegt auch noch. Die liegt daneben. Und meinem Gesangstalent. Ich hab's versteckt, damit keinem auffällt, dass ich singen kann. Ah ja, wir wollten ja weiter singen. Was gibt's denn noch so für schöne Lieder? Yoshi! Alles hat ein Ende. Ach nein. Nur die Wurst hat mein Schatz. Es ist vorbei. So, jetzt muss ich hier rotieren. Immer wenn ich traurig bin, trinke ich ein Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch ein Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch ein Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, fange ich an von vorn. Holi! Jolli, jolli, yeah! Holi! Jolli, jolli, yeah! Willkommen zu dieser Awesome-Folge auf, keine Ahnung, ob wir singen können, Teil 2. Immer dabei unsere Moderatoren, Dani und Yoshi. Yoshi! Mann, hau auf diesen Stein drauf, wenn ich da drauf klicke. Ich fühle mich manchmal wie Menderes. Ich kann nicht singen, aber bin immer dabei, weißt du? Ja, das ist, ja, wenn ich bei den Olympischen Spielen dabei wäre, würde ich mich auch freuen, egal, wie gut ich dann bin. Oh mein Gott, ich schaff's nie mit dem Zeug nach Hause. Mein Herzblatt! Mein Herz brennt!
Mein Herz, das brennt, wenn ich dich sehe. Auch wenn ich heute durch die Leute gehe. Mein Herz, das brennt, so lichterloh. Ich will nur noch, keine Ahnung, tanzen. Singen, das singen, das macht mich froh. Mein Herz läuft Marathon, wenn ich in deine Nähe komme. Ich gebe es nicht mehr zu. Mein größter Schwachpunkt bist du. Leute, wenn ihr wollt, dass ich für euch privat bei euch zu Hause singe, dann engagiert mich. Und ich komme zu euch nach Hause und bestrafe eure Eltern. Ruft an unter 0900. Mir egal, ob sie singen kann oder nicht, sie ist awesome. Sie wollen ihre Freundin ärgern, ihre Eltern, ihre Vermieter. Dann rufen sie mich jetzt noch an. Schlagen Sie jetzt extra mit dem Vergewaltigungsdefensiv-Kit. Mensch, Yoshi, du kannst das V-Wort nicht sagen. Was? Defensiv schreibt man mit D. Ich weiß gar nicht, ob ich in die richtige Richtung laufe. Das ist gerade ein bisschen annoying, aber... Immerhin, ich kann Feuer bauen für eine Nacht. Das ist gut. Mein Herz läuft Marathon. Wenn ich in deine Nähe komm. Ich fühle mich wie so eine alte Oma gerade so. Ich gebe es nicht mehr zu. Dieses Lied, ganz ehrlich, ich habe in der Disco gearbeitet. Ich hatte 6 Monate Zeit, dieses Lied zu analysieren. Es geht um Schokolade. Oh, Schokolade. Toll. Dieses Lied, so, wirklich, hör es dir an. Es geht um Schokolade. Alter, denk wo davon, bin ich? Dass sie dick wird, wenn sie es isst und dass sie es liebt, dass sie schon immer geliebt hat. Alter, diese Rotation macht mich gerade fertig. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich hin muss. Okay, ich glaube da lang. Oh, Yoshi, also ich, Mama, ich übernachte heute draußen. Nein! Okay, dann nicht. Ich übernachte heute draußen. Nein. Oh, ich glaube, hier muss ich jetzt mein Lager feuern. Oh, hier gibt es vielleicht ein bisschen Gold raus. Zack. Gold raus oder Gold raus? Ah! Das war lustig. Das war lustig. Ja, das war's. Schön, dass du es einsiehst. Sonst hätte ich es nicht gesagt. Warte, ich trinke erstmal was. Du isst, du trinkst. Hey, ist alles gut. Rockstar. Es schmeckt so Rockstar. Kauft euch Rockstar. Ach, das Schöne ist, du bist so verliebt in Rockstar. Ich weiß noch nicht mal, ob du das als Werbung machen würdest. Oder ob du es einfach nur ernst meinst, weil du gerade Rockstar trinkst. Ich möchte von Rockstar gesponsert werden. Warte, ich kann es auch besser. Warte so. Oh, Rockstar. Kaufen Sie sich das neue Rockstar. Es schmeckt awesome. Wie war das? Awesome. Rockstar. Ja, ja. Die Hälfte der Zuschauer haben jetzt einen feuchten Schlupper. Rockstar, ich hab's getan, ne? Kriegst du die 2 Millionen? Ja. Und was ist mit den feuchten Schlüpfern der Zuschauer? Ja, das ist das Beste nämlich. Ich habe nämlich noch einen Partnervertrag mit Oma Unterhosen. Mit Oma Unterhosen. Ja, die Firma heißt omaunterhosen.com. Hast du was dagegen? Die vertreiben ihre Oma Unterhosen übers Internet. Oh, cool. Läuft bei denen. Aber die wollen ein jüngeres Publikum ansprechen, deshalb heißt es nur Oma Hosen, weil es ist so ein bisschen cooler gehalten, so ein bisschen swaggiger. Oh, cool. Jörg denkt sich auch gerade so, kann ich das hochladen? Soll ich das hochladen? Okay, wieder 10 Minuten für die Katzen. Wir sterben nämlich gar nicht. Yoshi wird es einfach nie hochladen mit mir. Oh, sorry, Leute. Mir ist die letzte Folge leider, die letzten 10 Minuten ist mir leider kaputt gegangen. Ich fange jetzt hier an. Es ist nicht viel passiert in letzter Zeit. Ich habe ein bisschen Gold gefunden. Rockstar! Ich weiß immer noch nicht, ob ich in die richtige Richtung laufe. Das ist gerade ein bisschen doof. Aber. Ich muss einfach gucken, was brutal ist, mein Haar. Rockstar, Baby. Also, so pervers sage ich das ja jetzt nicht, ne? Never ever. Never ever. Anana, ababla, adidi. Das muss ich mir nochmal angucken. Das sieht cool aus. Hier ist Nebel. Das Habis. Das ist Gold. Da liegt. Ach, da! Jetzt sehe ich auch die Gräber, die du eventuell auch ausgegraben hast. Kannst du ausgraben, Walter? Ich habe nur 2 ausgegraben. Erstmal muss ich die Kamera rotieren lassen, bis ich wieder in Grabposition bin. Ich habe einen Gnom gefunden! Wir können wie Yoshis. Oh mein Gott, ein Geist! Nein, ernsthaft, jetzt verfolgt mich ein Geist. Nein, Baby, nicht sterben! Töte das Geistchen, töte es! Ich muss eben kurz mal das wegwerfen. Er kann es nicht mit dir aufnehmen, du bist intelligenter!
Du bist ein Mensch! Ich bin intelligent. Ein lebendiger Mensch! Okay, ich tue es ja schon weg. Bleib hier bei deinem Grab. Da schreibt Yoshi sich jetzt auf so. Wie viel ist heute? Der 24. oder so? 24.02. Dani hat mich intelligent genannt. Ich glaube, sie mag mich. Das ist, in meinem Kalender schon eingekreist. Ah, hast schon gemacht. Geh weg von meinem Samen! Oh, der ist angefressen. Ah, da müssen. Wo ist denn das? Oh. Oh, ja, da bin ich ganz falsch. Winky, winky, stecken den Tipps. In Yoshis. Oh. Was? Lala? Ich dachte in Yoshis. Oh, dann habe ich es immer falsch gesungen. In Yoshis. Oh. Yoshi. Ja? Da ist das Niveau. Wir sind da drunter. Da ist das Niveau. Guck da oben. Da kann. Oh nein, das tut schon wieder so weh. Mein Nacken. Ich kann nicht so gut hochgucken. Ich habe einen ganz steifen Nacken. Weil ich immer die Justin Bieber Poster an meiner Decke anstarre. Ja, statt sich hinzulegen und einfach nur hinterzugucken. Ich bin Justin Bieber Fan. Was denkst du, wie schlau ich bin? Nichts gegen Justin Bieber Fans. Wir lieben jeden, auch mit Leuten mit schlechtem Musikgeschmack. Wobei er hatte ein, zwei coole Lieder, muss man ja sagen. Also ich hatte 3 Monate, muss ich sagen, Baby als Klingelton, weil ich dann immer wach geworden bin. Oh Baby, Baby, Baby. Baby. Oh mein Gott, das hört sich so awesome wie behindert an. Ich liebe dich auch. Ey, ich hab dich auch lieb. Oh mein Gott, ich kann mir keine Spitzhacke bauen. Hier wäre noch so viel Gold. Und Leute, ja, Yoshi ist mein Brüderchen. Was dagegen? Ihr stellt nicht so Fragen, ob wir zusammen sind. Das ist ja ekelhaft. Alter, als ob, ey. Das ist meine Hamster-Sissi. Das wäre ekelhaft. Habt ihr ihn schon mal angesehen? Was? Ach, ich hab dich auch lieb. Ich liebe dich wie einen Bruder. Ich liebe dich wie einen Bruder und ich beleidige dich wie einen Bruder. Du bist scheiße. Ach, ich liebe diesen Typen. Wisst ihr, warum ich ihn liebe? Er ist mein Brüderchen. Mein Bruder. Nur deswegen. My brother from another mother, Alter. Ja, das kommt mir bekannt vor. Das habe ich schon mal gehört. Alter, wie viel links von unserem Spawn, ne? Wie viel Gold auf dieser Ebene? Oh, da liegen noch Samen. Ne, die nehme ich jetzt auch nicht. Sehr mit. Viel Gold, mein Engel. Oh ja, Gold. Oh, Baby, 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 So. Es tut mir leid für alle Leute, die meine Folge gerade angucken müssen. Und die, ja, das auch. Mir tut dies herzlich leid für alle Leute, die Ohren haben. Das wollte ich nämlich sagen, alle Leute, die das Ohren haben. Das hat man gehört, weil dieses O schon so angestimmt hat. Yoshi, ich sehe dich. Ich meine, Miriam oder wie du auch immer heißt. Hallo, ich bin Miriam Joschsen. Miriam Joschsen. Ein bescheuerter Name ist dir nicht eingefallen in den letzten 2 Minuten, oder? Nö. Na komm mit, Miriam Joschken. Joschson. Sorry. Ja. Miriam Joschson. Ah, hier sind die. Ah, ich muss nach rechts laufen. Die Bäume, die ich in Reihe gepflanzt habe. Dann heißt es hier der Spawn. Den Busch nehme ich dann Yoshi, mit. Oh, Yoshi, Yoshi, Yoshi. Yoshi, hast du Samen für mich? Ja. Ja. Meine Pflanzen. Ja. Auch die? Lass mich bitte nach. Ja, mach ich. Nein, ich hab's gegessen. Scheiße, ich wollte kochen. Dann Linksklick. Dann Linksklick. Und den Rest. Samen sind ja doch schon relativ inflationär. Das ist sehr schön. Das gefällt mir. Ja, genau. Ich muss erstmal kochen. Reicht nicht das Essen. Ich bin nur halb voll, ey. Ja, lass mich erstmal kochen. Das passt, okay. So, ich muss mich auch erstmal, ich bin nämlich kurz vorm Verhungern. Aber ich wollte jetzt nicht die Rohstoffe essen, weil das nicht so effektiv ist. Ja. Und ich mir dachte, ich komme noch so und damit durch. Habe ich mir auch gedacht. Alter, ich muss auch erstmal komplett hoch essen. Für kompletten Samen, die ich jetzt noch hatte, nachdem ich die unten eingepflanzt habe, muss ich jetzt essen. Das ist mega erneuernd. Ja, wir mussten ja Samen pflanzen, weil ohne, es ist auch bescheuert. Okay, warte, ich habe noch Kacke. Ich kann ja mal ein bisschen gucken, ob ich es beschleunigen kann. Okay, wenn du weißt, wo du die Kacke immer sammelst, ist das schon mal gut. Ja, das ist nebenan. Das ist gut. Das hast du noch Samen? Nee, habe ich jetzt gerade halt alle verkocht. Wir haben hier so viele Vögel um uns rum. Das ist cool. Ich glaube, die kommen, wenn man das Sachen. Da ist ein Samen. Pflanze ich schon mal eins nach. Mhm. Da können wir wieder neue Kacke sammeln. Guck mal, ich pflanze ein paar. Nein, ich pflanze sie jetzt doch noch. So, da, pflanzen. Ich hab Popcorn!
Oh, wie geil. Nom nom nom, Popcorn. Popcorn, hab gegessen. Sorry, babe. So. Da, mein Samen. Also, das hört sich doof an, aber... Das ist mein Samen. Ich hab gerade ein Bild im Kopf. Das willst du gar nicht wissen. Joshi, das wollen wir nicht wissen. Ich stell mir gerade vor, wie du erstmal noch Rockstar und dann... Ja, vielen Dank für das Zusehen dieser Folge. Und dann bist du dir mit dem Daumen noch so im Mundwinkel weg. Ah, Feuer, Feuer, mach Feuer. Danke. Die nächste ist wieder auf meinen Kanal. Ja, genau, die nächste ist wieder auf Danis Kanal. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Cheerio.